wurden repariert. Yes! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sind trotzdem noch bei 50%, aber es ist echt toll, dass endlich mal uns jemand repariert. Wir sind jetzt stundenlang mit diesem Schrottkahn durch die Gegend geflogen. Menno, spring und da ist ein Store. Es sieht gut aus. Wir wollen kein doofes Zeug kaufen. Wir wollen unser Schiff reparieren. Was haben wir hier noch so? Gedöns. Reparier das Schiff. Kauft Treibstoff. So. Wir haben ein Overall Bad Stats Ding. Kann weg. Wir haben ein mehr mit Cooldown Ding. Kann auch weg. Wir haben jetzt 126 Schrott. Die Raketen werden weniger, aber haben wir noch genug. Drohnen haben wir viel zu viele. Ein Drone Control wäre eine echt gute Sache demnächst. Damit wir die Drohnen auch mal verbrauchen. Aber ist viel zu teuer. Hacking wäre auch toll, aber auch viel zu teuer. Das heißt, wir springen jetzt weiter und wir haben jetzt ein Schiff, das funktioniert. Und den Ogre deaktiviere ich, weil der trifft fast nie. Und was für einen Vorteil hatte der andere Laser jetzt gehabt, Equipment? Du machst 2 Schaden. Und du machst mehr System-Schaden. Okay, das muss ich mir merken. Also der linke Laser, der soll die Systeme lahmlegen. Das heißt, der Laser hier ist zum Schild runterhauen und der ist für auf Systeme schießen. Auf Systeme schießen, auf Systeme schießen. Gut. Springen. Nicht um in den Nebel, da habe ich keine Lust zu, sondern dahin. Der hat jetzt gleich 2 davon. So, Britzel. Du warst für Schilde wegschießen. Du warst für Systeme wegschießen, aber wir, ne? Okay, du lädst dich einfach nur auf. So, warten. Warten, 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 warten. Wir kriegen gleich ganz viele Waffen ab, aber das herhalten wir hoffentlich aus. So, du schießt da drauf, du schießt da drauf. Und du deaktivierst die Schilde jedenfalls ansatzweise. Du wartest. Raketen kommen alle vorbei. Zoltan-Schild hält auch noch. Warten, 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 warten. So, du schießt da drauf. Du machst mehr Systemschaden. Am Schild. Gut, was haben wir da? Sie aktivieren ihre Backup-Thruster und versuchen zu entkommen. In ein Asteroidenfeld. Wir gehen hinterher. Sind jetzt in einem Asteroidenfeld. Und sie sind ohne Schild in einem Asteroidenfeld. Ich denke, das ist keine so gute Idee, Jungs. Jo. Sie treffen nicht und wir zerstören sie jetzt mit dem Glaive Beam des Todes. Der aufgeladen war. 33 Schrott. Raus hier. Dahin. Aber ja, 3 Schildpunkte wird langsam haarig. Mercenary werden gesucht, ja. Transporter ist verloren gegangen. Nein, wir sollen Raketen transportieren. Akzeptieren. Springen, wohin denn? Da hinten. Hinter? Diskutieren? Ja komm, diskutieren wir, haben wir lange nicht mehr. Und wir kriegen gleich einen reingewirkt, weil wir diskutieren wollten. Danke, Zoltan. Ich glaube, ich bin gerade falsch abgebogen. Wir können Raketen kaufen. Wir können eine Waffe kaufen. Ich kaufe eine Unknown Weapon. Special Tech? Was ist Special Tech? Ah, ein Kunde nach meinem Geschmack. Sehr exotisches Zeug. Wir können eine Recon-Drohne kaufen, eine Flare-Drohne, Hightech-Boarding-Drohne. Ich hätte gerne eine noch exotischere Waffe für mehr Geld. Swift Anti-Bio-Beam. Was? Required Power 2. Charge Time 16 Sekunden. Crew Damage 60. Ha. Geht aber nicht durch Schild, ne? Nee, geht nicht durch Schild. Die Beam-Geschwindigkeit ist um 1,5 erhöht. Heißt das, die Reichweite ist erhöht? Ich glaube nicht. Aber ja, das war den Schrottwert, würde ich sagen. Wir müssen da ganz unten rumfliegen. Okay.
darum. Wir greifen das Ding natürlich an. Weil wir toll sind und komische Sachen fliegen hier schon in der Gegend rum. Achso, das ist eine getarnte Drohneneinheit. Na gut. Laser auf Schild, Laser auf Schild. Wir haben eine Drohne abgeschossen. Dann halten wir jetzt mit dem Ding drauf, damit es sich auflädt. Auch wenn es gar nichts bringt. Außer das Aufladen. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Und wir schießen auf die Schilde mit beiden Lasern. Und zerstören die Drohnen und die Waffen mit dem Glaive. Sehr gut. Wir warten, wir warten, wir warten. So. Laser, Laser. Zerstören Antrieb und Schild mit dem Glaive. Und wir holzen es einfach nur noch drauf. Das bringt nichts, einfach nur drauf zu holzen, wenn es nicht koordiniert ist. Ja. Du deaktivierst den Schild, du machst kaputt. Splosh. 32 Schrott und du findest nichts auf der Station. Schade. Und die Flotte kommt. Ich hoffe, das schaffen wir noch zeitlich. Denn ich will nicht wissen, wie stark die Flotte hier in dem Sektor ist. Spring zur Quest. Wir sollen einfach nur Raketen verkaufen. Die Munition kommt zu spät. Okay. Wir fliegen wieder zurück. Aber das schaffen wir auf jeden Fall. Okay. Springen, springen, springen. Springen. Wir haben bald keinen Treibstoff mehr. Ein Problem, das wir nur allzu gut kennen. Deswegen gehen wir auch direkt zum Ausgang und machen keine Ausflüchte. So. Wir hätten gerne mal wieder eine Station, um ganz viel Treibstoff zu kaufen. Und sonst eigentlich nur mehr Schrott, damit wir uns irgendwann mal Drone-Control und dergleichen holen können. Wir sind in einem Asteroidenfeld und du hast gleich keine Schilde mehr. Oder alles schießt daneben. So. Hat sich um einen aufgeladen. Warten, 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 warten. Oder auch nicht, weil die Asteroiden kommen. Genau, sehr gut. Einfach draufhalten. Und du mach bitte die Waffen ein bisschen kaputt, weil die haben zwei Raketenwerfer. Das sieht garstig aus. Oh, 6 Treibstoff, das nehmen wir. Und wir würden gerne raus, bevor das Holterschild weg ist. Springen und ein Store, sehr schön. Wir würden gerne kaufen. Kein komisches Zeug, sondern einfach nur Sprit, 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 Sprit. Mail Functioning, nein. Outdated, nein. Komische Drohnen, nein. Rest ist zu teuer. Und reparieren. Spring. Dahin. Und es ist ein Ionensturm. Und wir haben was nicht aktiv? Schilde, Ausweichwertung, Rest ist okay. Schieß bitte auf. Schilde, Schilde. Und du... Halt mal da drauf. Und ihr dann auf die Waffen. Ja, weiter auf die Waffen. Und du weiter da drauf, weil du mehr Schaden da machst. Versuchen sich selbst zu sprengen. Das lassen wir nicht zu. Weg mit euch. 3 Treibstoff. Sehr gut. Wird ja langsam. Distress Signal. Dim, 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 dim. Krankheit. Engi. Treibstoff, Raketen und Schrott. Oh, sehr schön. Da lang. So, wir sollten unsere Sachen mal wieder einstellen, ne? Zing, 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 zing. Wir wollten einen Waffenpunkt, einen Schildpunkt noch haben, ne? Boah, ist das teuer. Das ist echt schweineteuer. Okay. Ich glaube, ich sollte lieber das Drohnen-Ding als nächstes kaufen. Das bringt uns doch recht viel und kostet nicht ganz so viel wie die Upgrades.
Weil wenn wir jetzt jedes Mal zu unserer ganzen Initialsalve noch eine Drohne rausschmeißen könnten oder zwei, wäre das schon recht schick, denke ich. Also du da drauf, du da drauf. Achso, du heizt da einmal rüber. Sehr gut. Und dich habe ich irgendwie verklickt. Ich weiß auch nicht warum. So, du auf Schild. Du hinterher. Weil du ein Systemding bist. Und du da nochmal rauf. Und dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Jo. Treibstoff und Schrott. Springen. Ich glaube, ich fliege noch ein bisschen zickzack hier und gehe dann erst weiter. Eventuell bin ich dann auch größenwahnsinnig genug und springe gleich in den nächsten Sektor. High Velocity Defense Drone. Und wir können wieder Raketen verkaufen. Eine Rakete für 3 Scrap, das ist ein Scheißpreis. Und es sind Piraten. Warum die Piraten einfach mal zerstören? Schwarzmarkt. Schwarzmarkt ist illegal. Da darf unser Zoll dann an Bord nichts sagen. Wir greifen die Station an. This place is rotten to the core. Genau, weg damit. Und die gönnen sich Darm. Und haben ganz viel Ionenzeug, das getan schießen kann. Moment mal. Laser auf Schilde. Kurz warten. Systemlaser auf Schilde. Kurz warten. Waffen deaktivieren. Sie bieten uns an 7 Raketen, 18 Schrott, 2 Drohnen. Mehr Schrott, mehr Treibstoff, aber nur eine Rakete, dafür eine Drohne weg. Na gut, sie haben ihre Lektion gelernt. Lassen wir sie überleben. Werde wieder ordentliche Menschen und wendet der Piraterie euren Rücken zu. Oder so ähnlich. Springen. Wir würden gerne raus. Wir müssten jetzt genug haben für das Drohending. Springen. Weiter, weiter springen. Oh, eine von unseren Leuten. Und es sind viel zu viele. Wir kriegen einen Tidespur Heavy Scatter Laser. Was ist ein Tidespur Heavy Scatter Laser? Also Tidespread sagt schon mal System Damage plus 1. Es hat nur ein Power, was es braucht. Macht 2 normalen Schaden. Das hört sich gut an. So. System Damage plus 1. Sehe ich hier gar nicht aufgeführt. Aber ja, die machen jetzt beide 2 Schaden. Regulär. Obwohl, war mal so praktisch, wenn die beide gleichzeitig schießen, ne? Aber der macht nur einen regulären Schaden. Das ist okay so. Das lassen wir so. Und das können wir alles verkaufen. Obwohl die Biowaffe klingt echt interessant. Da könnten wir versuchen, mal Schiffe zu kapern, indem wir einfach nur die Crew ausschalten. Hm. 16 Sekunden dauert schon eine ganze Weile. Aber ich glaube, ich teste das einfach mal. Also beim nächsten Schiff gehen wir jetzt hiermit auf die Schilde, um die Schilde runter zu bekommen, und damit bursten wir einfach nur über die Crew rüber. Und wenn das nicht klappt, können wir immer noch umschwenken. Weil man braucht nur 2 Power, ne? Machen wir es mal so. Die müssten alle gleichzeitig aktiv gehen können. Jo. Wir werden garstig. Wir haben angefangen als eine Gruppe aus 3 Pazifisten. Die sind nach und nach gestorben. Nur einer ist über und der weint. Aber warte mal, wir hatten einen Freund bekommen. Der zählt nicht. Spring. Da lang. Gib mir ein Schiff. Wir sehen ein Cargo-Ship. Consumer Goods. Wir wollen keine Consumer Goods. Jump zu einem Store. Was haben wir da? Ein schönes. Ich hätte gerne das Drohnen-Ding. Drone Control 255. Oder Crew Teleporter oder Cloaking. Cloaking ist zu teuer.